Eine Ausgabe von Treffpunkt Freizeit. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Ja, ein Blick aus dem Fenster ist momentan eher nicht so schön. Es regnet und ist für Mai doch recht kalt. Deshalb haben wir jetzt wieder einen Freizeittipp für Sie, den Sie wirklich bei jedem Wetter machen können. Wir nehmen Sie mit in die Erzgruben-Erlebniswelt nach Burgberg. Bei einer Lage von über 1000 Metern kann das schon einmal passieren. Die Erzgruben-Erlebniswelt ist mit Schnee bedeckt und das Mitte Mai. Trotzdem hat sie geöffnet. Betritt man das Gelände, hört man es schon von Weitem aus einem kleinen Häuschen klopfen und hämmern. Es ist der Schauschmied der Erlebniswelt. Er zeigt den Besuchern, wie das Burgberger Eisen früher verarbeitet wurde. Bürgermeister Dieter Fischer ist die Schmiede etwas ganz Besonderes. Er ist Vorstand der Erzgruben-Erlebniswelt Burgberg. Originalgetreu nachgebaut, eine Schauschmiede, wo wir wirklich an den Aktionstagen, an den Familientagen tatsächlich schmieden. Unser Schmied vom Hufeisen bis zum Flaschenöffner, bis zum Steinbock, bis ja, zum Messer, zur Pfeilspitze, alles herstellt. Und da können zum Beispiel auch die Kinder oder manchmal die Erwachsenen schmieden. Also das ist unser, muss man wirklich sagen, Highlight im Museumsdorf. Das Museumsdorf besteht aus mehreren Hütten. In ihnen finden die Besucher Informationen rund um die Herstellung und Verarbeitung des Eisenerzes. Außerdem sind einige Grubenfunde ausgestellt. Anfassen ist hier übrigens erlaubt. Ein nachgebauter Grubenhund voll mit Gestein kann ein paar Meter geschoben werden. Gerade für die Jüngeren ist das sehr anstrengend, aber ein gutes Beispiel für die früheren Arbeitsverhältnisse. Denn damals mussten Kinder die Karren aus den Gruben schieben. Gleich daneben findet man die Geologiehütte. Im Eingangsbereich erstmal ein paar geschichtliche Daten. Wann wurde der Bergbau das erste Mal erwähnt? Was gab es denn für Probleme? Zum Beispiel 1575 gab es ein Holzregal, da wurde schon der Holzbrand, das Holz für den Holzbrand im Dorf, in den dörflichen Öfen und Herden eingeschränkt. Hier haben wir aber auch die Geologie des Allgäus und vor allem die Geologie des Gründen unseres Hausberges. Und da gibt es auch Mineralien, ganz tolle Versteinerungen. Und vor allem für die Jungs und für die Mädels interessant, Haifischzähne und all diese Dinge zu sehen und wirklich alles vom Gründen. Die Theresiengrube, sie war bis 1859 in Betrieb. Heute dient sie nur noch als Besucherwerk. Rund 60 Meter geht es durch einen langen Gang in den Gründen. Dieser Zugang wurde von den Knappen, also den Bergleuten, geschaffen. Das ist nur so schiefriges Gestein, da war es relativ leicht. Das sind so am Tag 1, 2, vielleicht auch mal 3 Meter vorwärts gekommen. Heißt also schon mal einige Tage, bis sie hier überhaupt drin waren. Und hier, Sie sehen die Abbauspuren von den Meißelspuren, alles per Hand, beziehungsweise teilweise auch mit Schwarzpulver geschossen, das Gestein gelöst. Und ganz früher haben sie sogar Ritzen in den Fels geschlagen, dort Holz eingebracht, Holz eingekeilt, das Holz mit Wasser übergossen, damit es quellen kann. Und so haben sie das Eisenerz, das Gold aus dem Berg, wie sie es bezeichnet haben, gelöst. Die Theresiengrube liegt rund 24 Meter unter der Erdoberfläche. Hier schufteten die Knappen Tag für Tag. Eine extrem anstrengende Arbeit. Die Bergleute sind ja maximal so 35 Jahre alt geworden. Sie können sich vorstellen, 9 Stunden, 10 Stunden in dieser Kälte, diese harte, beschwerliche Arbeit, die Nässe, die Gefahren, mal ein Felsbrocken irgendwo hin am Körper. Überall kann man sich anstoßen, verletzen, also eine gefahrvolle und schwere Arbeit, aber damals einfach ein wichtiges Zubrot für die Familie, damit man sich ernähren konnte, überleben konnte. Heute kann man die Grube natürlich gefahrlos besuchen, allerdings nur im Rahmen von Führungen. Die finden jeden Tag statt, auch bei solch schlechtem Maiwetter.
Zurück aus der Erzgruben-Erlebniswelt geht es bei uns weiter mit den Treffpunkt-Infos. Unter anderem geht es um eine ganz besondere Uhr und ums alte Rom. Der Traditionszirkus Corti Althoff ist derzeit zu Besuch im Allgäu. Vor knapp 2 Jahren wurde er vom Westallgäuer Elmar Kretz übernommen. Aktuell ist er mit ihm zum ersten Mal in seiner Heimatregion unterwegs. Den Auftakt machte Kaufbeuren. Ab dem 22. Mai schlägt er seine Zelte in Kempten auf. Anschließend geht es nach Memmingen. Die Stuntshow von Rainer Schwarz war einer der Höhepunkte am Tag der offenen Tür des Automobil- und Motorsportclub Memmingen. Nahe dem Gelände des Allgäu Airports konnten interessierte Besucher bei Wettkämpfen zuschauen oder auch selbst auf die Rennbahn gehen. Nach dem großen Zuschauerinteresse dieses Jahr planen die Organisatoren bereits für die nächste Show. Am 18. Mai startet die 7. Allgäuer Radeltour. Im Rahmen einer Pressekonferenz gaben die Verantwortlichen jetzt das geplante Programm bekannt. In diesem Jahr wird der Start- und Zielpunkt der Rundfahrt Sieg sein. Die Teilnehmer können zwischen einer Genussrunde und einer sportlicheren Strecke wählen. Das Ziel der Tour? Einheimische und Touristen sollen miteinander einige der schönsten Ecken des Allgäus erradeln. In diesem Jahr führt die Route daher durch die Erlebniswelt Schlosspark. Die Veranstalter erwarten über 3000 Radler. Damit ist die Radeltour die größte Breitensportveranstaltung in Bayern. Unter allen Teilnehmern wird außerdem ein neues Mountainbike verlost. Das Loch an der Turmuhr der St. Mann-Kirche in Kempten ist wieder geschlossen. Letzte Woche wurde das Zifferblatt an der Ostseite nach seiner Sanierung wieder montiert. Bereits 2005 wurden die Zifferblätter auf der West- und Südseite erneuert. Nach einem Rostschaden musste nun auch das dritte Zifferblatt zur Reparatur nach Regensburg. 7.500 Euro kosteten Sanierung und Montage. Ein Teil davon wurde durch private Spenden und den Rotary Club Kempten Residenz finanziert. Nun erstrahlt die Uhr der St. Mann-Kirche wieder in ihrem satten Blau. Das Unterallgäu verfügt jetzt über einen geodätischen Referenzpunkt. Er liegt auf dem Theaterplatz in Mindelheim, gleich neben dem Forum. Mithilfe des Punktes kann jeder die Genauigkeit seines GPS-Empfängers prüfen. Dazu muss das Gerät auf den Referenzpunkt gelegt werden. Dann kann man die angezeigten Koordinaten mit denen auf der Plakette vergleichen. Die dritte Nachkommastelle zeigt dabei die Abweichung in Metern. Ob im Straßenverkehr, beim Wandern oder im Geocaching, in Freizeit und Beruf erfreut sich GPS steigender Bedeutung. Der Punkt soll den Nutzern eine noch genauere Positionsbestimmung ermöglichen. Derzeit richtet Bayern als erstes Bundesland in jedem Landkreis einen solchen geodätischen Referenzpunkt ein. Der Punkt in Mindelheim ist nach Marktoberdorf der zweite im Allgäu. Abenteuer Rom heißt es noch bis Samstag, den 17. Mai im Forum Allgäu in Kempten. Die Ausstellung wurde zusammen mit dem Kulturamt und dem archäologischen Park Cambodunum entwickelt. Sie nimmt Bezug auf die lange historische Tradition Kemptens. Die Stadt gilt als die älteste Deutschlands. Für Schulklassen werden täglich kostenlose Führungen angeboten. Freitag und Samstag finden Sonderaktionen statt. Studenten der Universität Augsburg machen als Römer verkleidet Geschichte erlebbar. Alle guten Dinge sind drei. Das könnte aktuell das Motto der MEWO in Memmingen sein. Denn dort wurden kürzlich 3 neue Ausstellungen eröffnet. Wir haben die Ausstellungen für Sie mit der Kamera besucht. Landschaften als Fotomontage. Das ist das Konzept hinter vielen der Arbeiten der in Kempten geborenen Florence Bühr. Auf den ersten Blick sehen die Fotos natürlich aus. Bei genauerem Hinsehen merkt man aber, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Von ihr eingeladen wurden Arbeiten von Paul Hiller. Es sind Bilder aus Vergnügungsparks. Ein genauerer Blick zeigt aber auch hier, dass nicht alles so fröhlich und stimmig ist, wie es zunächst erscheint. Ebenfalls Teil der Ausstellung 3+3 sind die Keramiken von Corinna Theuring. Die Figuren der in Wangen geborenen und heute in Memmingen lebenden Künstlerin werfen einen ironisch entlarvenden Blick auf die Menschen.
Gruppen. Also es nimmt da junge Leute, junge tätowierte Männer, ganz normale junge Frauen, Kinder, die die Straße runterlaufen, und sie verfremdet die aber. Sie arbeitet da mit kleinen Elementen, die sowas Besonderes dann machen. Also hier haben wir jetzt eine große Auswahl an Arbeiten, wo sie denen einfach mal einen Schnuller in den Mund reinsteckt und wo sie dadurch das so aus dem Alltäglichen rausnimmt und da was anderes versucht mit zu zeigen noch. Sie zieht es dadurch einfach auch so ein bisschen ins Lächerliche. Es sind noch nicht so die harten Jungs, die sich vorführen, sondern einfach dadurch wird deutlich, dass es eine Pose ist. Und diese Pose macht sie damit offenbar. Und schließlich gibt es dann noch die Stoffskulpturen von Caro Kiemle aus Eck an der Günz. Hier werden ständig die Erwartungen an Form und Material durchbrochen. Das ist ja auch das Spannende daran, dass man einfach mal was sich anguckt, was man vorher noch nicht angeguckt hatte. Und auch, dass man sich mit Materialien beschäftigt, mit denen man sich vorher noch nicht beschäftigt hat. Und weshalb soll eine Skulptur nicht auch mal aus einem ganz weichen Material bestehen und die einfach nur mit Watte gefüllt sein? Und da ist Caro Kiemle, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, weil sie so ganz verschiedene Sachen zusammenbringt, die Fantasie anregen, wo man ganz viele Sachen auch drin sehen kann, wo man sich jeweils seine eigenen Geschichten zu ausdenken kann. Eine andere Ausstellung läuft unter dem Titel Max Unold und der Erste Weltkrieg. Unold war ein wichtiger Vertreter der neuen Sachlichkeit und stammte aus Memmingen. Die ausgestellten Zeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1917 eröffnen einen künstlerischen Zugang zu den Kriegsjahren. Es sind so ganz feine Zeichnungen, die einem so einen ganz direkten Eindruck von der Situation im Feld auch erzählen. Einige davon sind sicherlich im Studio entstanden, noch bei ihm zu Hause. Das war, bevor er eingezogen wurde. Aber bei einigen hat man einfach das Gefühl, man ist da mit dabei. Kann sich vorstellen, er war da mit den anderen Soldaten im Feld und die waren im Granatfeuer. Was bleibt? Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg ist der Titel der dritten Ausstellung. Dafür wurden die Memminger aufgerufen, in Kellern und Dachböden nach Erinnerungsstücken an diese Zeit zu suchen. Zu sehen gibt es nun einerseits die große Propaganda jener Tage. Fast noch bewegender aber sind die vielen kleinen Dokumente. Sie berichten auf einer ganz persönlichen Ebene von der Not und den täglichen Schrecken während des Krieges. Ja, und wenn Sie der MEWO in Memmingen vielleicht einen Besuch abstatten, wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß. Wünsche Ihnen noch eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir Sie hier begrüßen dürfen zur aktuellen Ausgabe von Treffpunkt Freizeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.